eigentlich gibt es immer Luft gegen offen. Bei mir, finde ich, ist sie relativ dünn. Mir vorgenommen, um noch mehr auf tierische Produkte verzichten. Weniger Cappuccino trinken, weil dort hat es nicht nur Kaffee drin, sondern auch Kuhmilch. Il faut que je boive moins de café et que je consomme moins de viande, mais ça va être difficile parce que j'aime beaucoup les deux. Fairere Produkte, nachhaltigere Produkte. Tout simplement réduire mes déchets, notamment liés à l'alimentation. Je pense que c'est une zone, il y a énormément de marge d'amélioration. Darauf achten, dass weniger Food Waste entsteht, dass ich mich ein bisschen zurückhalte bei mir kaufen. De bouger un peu plus, parce qu'on a quand même été assez immobile. Ça, c'est pour, plus pour ma santé personnelle que pour la santé de la planète, mais c'est aussi important. Also, Autofahren kann ich nicht, das ist schon mal nicht so schlimm. Bewusster reisen, was man sowieso muss, wenn man gerade in Zeiten einer Pandemie lebt. Aber die beruflichen Reisen sind natürlich etwas, wo das Buch schlägt. Und dort versuche ich maximal 2 internationale Reisen zu machen pro Jahr. Also ich habe früher überhaupt nicht viel Kleider gekauft, aber in letzter Zeit habe ich mehr Kleider gekauft, auch wegen meiner Tochter. Und im Anfang 2020 war das jetzt noch Mode gewesen, bei den Teenagerinnen und Teenager, dass sie Secondhand eingekauft haben, das ist jetzt nicht mehr Mode. Ich habe mir neue Kleider gekauft für den CEO-Job bei Biovision. Sie sind mehrheitlich bio, fair, von lokalen Designerläden, also von dem her gut, aber ich meine, es ist halt Konsum. Also ich, vielleicht geht das in eine andere Richtung. Ich habe mich angemeldet für einen Weindegustationskurs, um einfach mehr geniessen, besser trinken. Ich weiss nicht, ob das gilt. Das ist mein Vorsatz für das nächste Jahr, der wirklich schon ist. Entschleunigung und mehr Qualität. Weniger machen, dafür besser machen. Alors, moi j'ai un souhait, on dit toujours que les romans ont fait beaucoup de bisous et qu'on se prend beaucoup dans les bras. Et moi je dois dire que ça me manque. Alors je me réjouis de pouvoir de nouveau faire plein de bisous, prendre les gens dans les bras. Also ich wünsche mir, wir können glaube ich sagen, dass man mehr über die eigene Nasenspitze rausdenkt. Der Ruck, der mit der Corona-Krise durch die Bevölkerung geht, dass der auch zum Handeln animiert. Je souhaite que le concept d'économie plus inclusive soit vraiment pris au sérieux. Et qu'on pense notamment à la partie de la population qui reste sur le côté. Moi, je me réjouis qu'on continue à essayer de bien lier les aspects politiques de la production aux aspects politiques de la consommation et qu'on parle vraiment de cette politique de l'alimentation où il n'y a pas que la politique agricole et d'autres thèmes. Et je pense que ça va nous aider à aller à l'avenir aussi vers plus de responsabilité vers le climat, vers la terre, etc. Mais vraiment lier production et consommation beaucoup plus et que tous ces consommateurs se sentent très citoyens. Dass unsere politischen Entscheidungsträger die Forderungen von der Klimabewegung, von der jungen Generation ernst nehmen und ihre politische Agenda aufnehmen. Dass man im 2021 merkt, die Leute haben was verstanden, das System hat was verstanden, es muss ein Wechsel stattfinden. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen von unserem Leben. Für das 2021 wünsche ich mir, dass wir nicht den Mut verlieren, auch Großes anzupacken, weil das braucht die Welt.